Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe am heutigen Mittwoch, dem 24. August 2022. Wir blicken wie üblich zunächst einmal auf den amerikanischen Dow Jones Index. Dieser setzte seine Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage auch am gestrigen Dienstag fort. Es ging 154 Punkte oder umgerechnet 0,47% nach unten. Wir sind im unteren Parameterbereich. Der RSI, er hat jetzt gut die Hälfte seines deutlich überhitzten Marktzustandes abgebaut. Gleichzeitig aber auch, und das sticht natürlich auch hier ins Auge, einen möglichen Trendbruch vollzogen. Und das wiederum birgt weiteres Abwärtspotenzial. Ich hatte es ja bereits angerissen gehabt. Das 38er Fibonacci Retracement könnte hier eine mögliche Zielmarke sein. Diese bleibt für mich auch seit der Rückkehr in den Abwärtstrend aktiv. Das heißt, selbst ein Pullback an die Trendlinie sollte hier zu einer Fortsetzung zum 38er Retracement führen. Machen wir weiter mit dem Technologieindex Nasdaq. Auch hier ging es gestern nach unten, jetzt nicht gravierend stark. Es waren dann doch nur in Summe 8 Punkte, aber man sah, dass die Kurserholung, die zwischenzeitlich immerhin bis rund 13.000 Punkte führte, wieder vollständig abverkauft wurde. Die Angst ist groß, vor allem auch mit Hinblick auf Jackson Hole, denn natürlich die Zinsangst vor weiteren größeren Schritten ist hier gegeben und das dürfte derzeit einige Anleger auch hier ja eher in Zurückhaltung versetzen, sodass sich diese jetzt natürlich nicht großartig positionieren, sondern vielmehr diesen Impuls abwarten möchten. Zu guter Letzt noch der Blick auf Walt Disney. Nicht immer, aber immer öfter eben ist Charttechnik ein probates Hilfsmittel, um die richtige Analyse hier letztendlich für einen Basiswert anzuwenden. So zumindest meine Meinung. Und Sie sehen rückblickend, diese Widerstandszone sollte Walt Disney unter Druck bringen. Die Aktie war genau dort eingetaucht und inzwischen gute 10% knapp verloren. Aber die Bewegung dürfte auch noch hier ein wenig in Summe fortgesetzt werden, denn wir sehen nach unten erst jetzt im Wochenchart, dass der Knick im RSI gerade erst angefangen hat. Da ist durchaus noch etwas mehr Abwärtspotenzial vorhanden. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und schalten Sie heute Abend wieder ein, natürlich dann mit dem Blick auf den DAX.